Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 21 in meiner Karriere. Wir sind mitten in der Rückrunde. Wir machen heute 3 Spiele und zwar wieder in Highlight. Und zwar heute gegen Freiburg zu Hause, gegen Köln zu Hause und dann nochmal in Berlin bei der Hertha, bei der alten Dame. Die nächsten Parts werden so aussehen, dass ich mir das so vorgestellt habe, dass ich gegen Bayern und gegen Leverkusen auch Highlights zeige, also 2 Spiele. Dann im nächsten Part, dann haben wir als Highlight wieder diese 4 Spiele, Wolfsburg, Dortmund, Hannover und Hoffenheim im vorletzten Part, beziehungsweise im vorvorletzten Part. Und die letzten beiden Spiele würde ich gerne nochmal live zeigen, weil es so ein Saisonabschluss ist und es halt einfach nochmal ein bisschen Spannung da sein soll, ein bisschen kribbeln, weil im DFB-Pokal sind wir ausgeschieden, Champions League, Europa League gibt es dieses Jahr nicht in Saarbrücken. Und von daher sollte der Fahrplan so aussehen im besten Fall. Ich gucke jetzt nochmal, dass die Mannschaft hier fit ist, dass die fitten Leute spielen und dann starten wir rein gegen Freiburg. Ganz schönes Ding in der 4. Minute und die Freiburger gehen in Führung durch Suarez. Da haben wir ganz alt ausgesehen, da waren wir noch gar nicht auf dem Posten, auf dem Platz. Ich habe zwar 4-5 Leute verändert. Aber die müssten eigentlich auch schon hellwach sein. Tja, eiskalt erwischt. So geht es halt auch mal. Die Freiburger haben wir ja im Hinspiel, glaube ich, ganz entspannt und locker geschlagen. Und hier, glaube ich, ohne dass wir so richtig einmal vorne waren, erwischen sie uns schon auf dem falschen Fuß. Aber schön gemacht, muss man sagen. Suarez bleibt ganz cool vor Iversen. Hebt ihn so ein bisschen drüber. Und dann, ja, ist das erstmal ein Schock. Aber gar kein Problem. Wir können nämlich Rückstände aufholen. Und das 2-0 kurz vor der Pause. Mein Gott. Und wer ist es? Ja. Ein berühmter Schlagersänger könnte jetzt ein Liedchen drüber singen. Santa Maria. Inseln wie aus Träumen geboren. Tja, die Freiburger, die nehmen uns ganz schön auseinander. Wir können dagegen nichts machen, seht. Ist immer irgendwo einer frei. Ich glaube, die spielen mit 4 Mann vorne. Ich muss gleich mal die Aufstellung umstellen, die Formation. Weil der stand wirklich sträflich frei. Und dass der da natürlich reingeht, das ist bei der FIFA-KI nichts Neues. Also haben wir ein ganz schönes Brett zu bohren. Aber ich glaube, ich habe dafür noch das passende Werkzeug. Ich muss das nur in der Halbzeit irgendwo finden. Und der Anschluss. Das ist doch das, was ich brauche und was wir gebraucht haben. 54. Minute, Leroy Fair. Wenn er Tore macht, dann nur aus solchen Positionen, aus solchen Lagen. Und umgestellt habe ich aufs klassische 4-4-2, flach, mit 2 Sechsern, 2 Flügelspielern, dass wir das Spiel auch mal ein bisschen in die Breite ziehen können. Und dann haben wir natürlich auch Glück, dass der Keeper da nicht rauskommt. Das war ein Fünfer, kein Plan, was er da gemacht hat. Aber wir haben schon mal leicht das Brett angebohrt. Wir haben schon mal angesetzt. Wir sind noch nicht ganz durch, aber das dauert, wenn wir so weiterspielen, auch nicht mehr so lange. Also 1-2, direkt nach der Pause. So muss es weitergehen. Und da ist der 2-Tore-Abstand wiederhergestellt durch Sanabria. 3-1 in der 73. Minute, sehr unglücklich. Wir kriegen es gut geklärt. Ich glaube, Irurere oder Ambrosius war es, der da geklärt hat mit Grätsche. Und dann Grätsche natürlich genau vor den Freiburger. Das ist halt wieder typisch FIFA, da kann man nichts machen. Hier, das war gut gespielt, gar keine Frage. Und dann super geklärt. Und dann, ja, klärt er natürlich genau auf Sanabria. Und dann ist Iversen im Tor leider machtlos. Wir waren gut drinne, wir waren echt kurz davor, das 2-2 zu machen. Ich hatte da echt ein gutes Feeling, aber das wurde jetzt je
zur Nichte gemacht? Nee. Wie sagt man das denn? Ach, scheiß drauf. Ihr wisst, was ich meine. Also, Antonio Sanabria, 4. Tor, 73. Es ist noch alles drin. Und noch eins obendrauf mit dem Schlusspfiff, das 1:4. Das ist jetzt aber ein bisschen zu hoch. Wieder Sanabria. Ja. Dann kommen wir wieder nicht in den Zweikampf rein und Freiburg war halt einfach besser. Zwar dieses eine Tor zu hoch, bin ich der Meinung, aber sie haben halt einfach besser gespielt. Dieses 4:2, bin ich der Meinung, was sie hatten, war einfach zu stark heute gegen unsere Formation. Ich habe die ja dreimal verändert oder so hier, aber ne, war ich auch wieder im Zweikampf drin. Was willst du sagen? Dann dreht er sich so ganz komisch. Naja, und dann ist es halt so, wie es ist. Sanabria macht sein nächstes Tor und bringt uns also die erste Niederlage, eine sehr deutliche Niederlage, 1:4 gegen Freiburg. Also, ich weiß gar nicht, ob wir so hoch schon mal verloren haben. Müsste ich mal nachgucken. Also, wir verlieren hier 1:4. Also, wir verlieren, das ist fair. Also, das geht in Ordnung, aber die Höhe, damit bin ich nicht einverstanden. Aber gut, da fragt hinterher keiner mehr. 4:1, Santa Maria unter anderem getroffen. Die haben halt aus 4 Schüssen 4 aufs Tor gebracht und die haben gespielt, ja, in so einem 4-4-2, aber mit zwei defensiven Sechsern. Das, was Saarbrücken eigentlich am Anfang gespielt hat. Naja, also Bayern gewinnt, Mainz gewinnt, Leverkusen gewinnt gegen Hertha. Ja, einer unserer Gegner in diesem Video. Und das nächste ist schon gegen Köln. Wir sind halt jetzt auch abgerutscht auf dem 4. Platz, aber das ist überhaupt kein Problem. Das ist immer noch eine sehr gute Saison. Die Kölner hingegen, die kämpfen um den Klassenerhalt. Obwohl der Abstand zu Bremen ist auch schon so groß, dass da theoretisch eigentlich nichts mehr geschehen dürfte. Und wir, ja, wollen uns oben festsetzen. Also ich will das. Ihr wollt das hoffentlich auch. Also rein ins nächste Spiel gegen Köln. Da hinten läuft Abu Akçay ein und da macht er das 1:0 nach 17 Minuten. Das sieht doch schon mal besser aus als gegen Freiburg. Wir machen, hä, wo kommen die beiden anderen jetzt her? Die waren doch gerade da noch nicht bei der Eckfahne. Hm, ganz komisch. Naja, egal. Das Tor ist das Wichtigste. Genau, feiert mit den Fans. Schön von Zodes, der sich mit Glück durchsetzt. Und dann hat er natürlich das Feeling im Fuß auf den zweiten Pfosten. Und Abu Akçay, der ist eigentlich nur so groß wie eine Bildzeitung. Aber der springt so hoch wie der Eiffelturm. Setzt sich dagegen Ehesiboe durch. Und Tor nimmt Tor, ist da wohl ohne Chance. Und Abu Akçay macht schon sein zweites Tor, nachdem er, glaube ich, im letzten Part sogar... Ja, Junge, freu dich. Grüße in die Heimat gibt's auch noch mit auf dem Weg. Und er macht sein zweites Saisontor, Clifford Abu Akçay. Schöne Flanke und das nächste Kopfballtor, diesmal durch unseren Argentinier, durch Lucas Beltran. Und die Flanke kam auch diesmal von Viana, wieder von rechts, da ist Köln wirklich sehr, sehr anfällig. Tja, und Beltran schüttelt einmal nur mit dem Kopf oder zuckt mit den Schultern so von wegen, tja, einfacher geht's auch gar nicht mehr. Schön gespielt, ruhig geblieben, Platz auf den Außen und dann schleicht sich da hinten Beltran weg. Wieder an zweiten Pfosten, wo ungefähr Abu Akçay stand, wieder ins lange Eck und wieder kann Horn nichts machen. Ist so eine Art Déjà-vu für ihn. Schön gegen die Laufrichtung, obwohl, wenn er die Arme da früher hochkriegt, aber Gott sei Dank hat er es nicht getan. 2:0, kurz vor der Pause, das ist ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt, wie man so gerne sagt im Fußball. Weiter geht's. Traumpass von Abu Akçay, jetzt dient er auch noch als Vorlagengeber für Isaiah Brown, 53. Minute und das ist schon sowas wie eine kleine Vorentscheidung, weil die Kölner jetzt den Teampressing-Knopf gefunden haben und wir können das natürlich mit unseren schnellen Leuten ganz entspannt ausspielen. Hier Abu Akçay durch den ganzen Strafraum, durch den Fünfer auch noch durch, Born bleibt stumm auf seiner Linie stehen und Brown trifft ihn gar nicht richtig. Und dann hat er Glück, dass Horn den Fuß zu spät ausfährt. Und wir als Spielertrainer dürfen uns freuen. Wir werden auch heute keinen Einsatz kriegen. So viel
kann ich schon mal sagen. Sechstes Tor von Brown und das müsste eigentlich schon die Vorentscheidung sein. Und aus dem Pressing heraus das 3-1 nach einer Stunde durch Laborde. Ja, irgendwann kannst du es auch nicht verteidigen. Also auch gegen Köln kannst du halt nicht alles verteidigen. Allein auf der Stufe ist das nicht möglich. Aber da haben wir halt einmal nicht aufgepasst. In der Mitte wurde die Verteidigung schön auseinandergezogen. Und dann ist es dieser Ball hier von Skiri auf Laborde. Und Iversen darf halt zum fünften Mal schon hinter sich greifen. Das ist mal wieder ein Part, der nicht für die Keeper gedacht ist. Schön gemacht, schön geschossen. Kann man nichts zu sagen. Gaëtan Laborde. Ja, ich glaube, der kommt aus Frankreich. Aha, aha. Ja, müsste so sein. Also, halbe Stunde ist noch Zeit. Und nur noch 3-1. Zweiter Assist für Clifford Aboagye und das 4-1. In der 85. Minute Ricky J. Jones darf sich mal wieder eintragen. Und das haben wir jetzt mit dem 4-3-2-1, mit meinem Lieblingssystem hier in der Karriere, mit dem Tannenbaumsystem, haben wir das gut ausgespielt. Die Kölner weiterhin sehr druckvoll auf Teampressing. Wir sind natürlich alle schon fast am Arsch und dann ergeben sich solche Lücken hier. Und Jones braucht halt nur noch Dankeschön sagen, braucht den Ball ins lange Eck schieben und dann ist das der Sieg. Also nach einer 4-1 Niederlage wird es eventuell einen 4-1 Sieg geben. Vielleicht schießen wir noch ein Tor, vielleicht kriegen wir auch noch eins. Das steht noch in den Sternen, aber in den nächsten Sekunden werden wir es erfahren. Schade, die Chance von Pelé, das war eigentlich schon zu leicht. Naja, 4-1. Dabei bleibt es und wir fahren also den nächsten Sieg ein. Wir haben jetzt ein ausgeglichenes Torverhältnis und jetzt gegen Hertha. Wenn wir da nochmal einen Sieg holen, dann ja, setzen wir uns oben fest. Das ist sehr gut. Die Kölner kämpfen weiter um den Klassenerhalt. Da dürfte aber, glaube ich, so gut wie nichts mehr schief gehen. Zwei Versuche von Jones, ein Tor hat er gemacht. Sehr schön. Dortmund gewinnt also 2-0. Frankfurt-Mainz weiß man nicht in diesem Derby. Und jetzt geht es halt nochmal gegen Hertha rein ins letzte Spiel. Unsere Ziele sind wieder gefährdet. Wahrscheinlich wieder die Jugendarbeit. Was ich halt so ein bisschen... ja, widersprüchlich finde in sich. Auf der einen Seite sollen wir auf Erfahrung setzen, aber auf der anderen Seite auch irgendwie Jugendspieler reinholen. Muss ich der Vorstand mal ein bisschen zu äußern. So, also letztes Spiel heute gegen Hertha, auch ein direktes Verfolgerduell, wenn wir mal gucken. Hertha ist Siebter mit 43 Punkten, wir haben 49 Punkte, liegen also nur 6 Punkte auseinander und auch so lässt sich die Tabelle gut oder sehr gut sehen. Wir sind die viertstärkste Kraft in Deutschland nach Leipzig, Bayern und Dortmund. Die drei hat man da vorne sicherlich alle erwartet. Hinten immer noch so Teams wie Schalke, Wolfsburg, Bremen auf 16, Düsseldorf auf der 18. Jetzt Hannover hat dann doch mal ein Spiel gewonnen. Aber das wird trotzdem, glaube ich, nichts mit dem direkten Klassenerhalt. Die schielen jetzt noch auf die Relegation. Und wir schielen jetzt nochmal auf 3 Punkte in Berlin. Nochmal volle Konzentration. Auf geht's. Was für ein schöner Ball von Viana auf Ciolis. Der ist dann auf und davon und der macht die Führung nach 17 Minuten hier im Berliner Olympiastadion. Sehr schön, dass die Tatanbahn noch da drum gebaut ist. Ja, und dann nimmt das kleine Saarbrücken die große Hauptstadt hier mal ein. Schöner Ball, sieht man jetzt nur noch so halb. Ganz, ganz stark gemacht. Und dann hatte ich eigentlich die Angst, dass er sich den zu weit vorlegt, aber Ciolis mit seiner Technik macht das genau richtig, genau perfekt. Langes Eck. Vorbei am Keeper, rein ins Tor zur 1-0 Führung. 11. Tor schon. Und da ist der Ausgleich. 35. Minute, es war nicht zu verhindern. Es war schon vorherzusehen, als ich den Platz unten gesehen habe für Florian Grillitsch. Ja, und dann kommt man halt nicht mehr hin. Das ist immer das Schwierigste, beziehungsweise das ist immer so traurig. Man sieht einfach schon, was der Gegner macht. Man weiß einfach, wo der Ball hinkommen wird. Das war natürlich auch gut gemacht von Matthäus
Kunja und dann fehlt mir unten der Verteidiger. Ich weiß nicht, wurde er irgendwie ein Bier trinken oder so? Und Grilic, der macht den dann halt natürlich rein. Keine Chance für den Keeper, da kommt die Grätsche auch zu spät. Und dann ist das der bisschen schmeichelhafte Ausgleich. Hertha hatte auch Chancen, gute Chancen, aber wir sind irgendwie besser im Spiel drin, so vom Feeling her. Von daher sehr ausgeglichen. Weiter geht's. Schiedlich, friedlich, unentschieden, wie ich immer so gerne sage. Nach 93 Minuten ist Schluss oder 92:40. 1:1, das geht in Ordnung. So viele Chancen waren es dann auch nicht mehr. Wir starten auch wieder bereit. Wann sie das mal fixen, ey. Wahrscheinlich im 15. Update irgendwann dann. Ja, also in der zweiten Halbzeit war nicht mehr so viel los. Hertha war auch noch ein-, zweimal gefährlich vom Tor, wir auch. Und ja, von daher geht, glaube ich, das 1:1 in Ordnung. Wenn man auf die Statistik guckt, ne? Statistikfreunde, ihr werdet mir da zustimmen. So, und dann haben wir einen Sieg, einen Unentschieden, eine Niederlage. Also 4 Punkte insgesamt aus 3 Spielen heute geholt. Das ist ganz okay. Und wie gesagt, 4. Platz, das ist super für uns. Mit ein bisschen Glück erreichen wir die Europapokalplätze. Wir können natürlich auch noch rausfallen mit viel Pech. Jetzt haben wir dann erstmal im nächsten Part Leverkusen und Bayern. Also erst die Bayern und dann Leverkusen. Das sind dann 2 Spiele, die ich in Highlights zeige. Und dann die 4 Spiele danach, die zeige ich also dann auch in Highlights. Das sind ja dann 4 Spiele, genau, Hoffenheim, Hannover, Dortmund, Wolfsburg. Und die letzten beiden Spiele würde ich dann einfach nochmal komplett live zeigen. Da gucken wir uns dann wieder die Statistik an, die einzelnen Tabellen. Wir gucken in den anderen Ligen vorbei und so weiter und so fort, bevor wir dann das Projekt hier #3-in-1 erfolgreich beenden. Du bekommst eine Chance, du spielst doch die ganze Zeit. Unfassbar, er beschwert sich, dass er nicht spielt und dann spielt er doch die ganze Zeit. Naja, also, die Tabelle habt ihr ja gerade gesehen. Leipzig, Bayern, dann Dortmund, dann wir, Frankfurt, Hoffenheim, Leverkusen ist 9. Die sind also auch nur 10 Punkte hinter uns, da kann noch einiges passieren. Hannover holt auch so langsam auf, das nächste Remis, weil Bremen ja anscheinend verloren hat. Und dann, ja, bedanke ich mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, ciao, ciao.